Wie fühlt sich Noradrenalin an? Und was sind die Unterschiede zwischen Noradrenalin und Adrenalin? Das Adrenalin, Suprarenin, wirkt hauptsächlich auf die Herzkranzgefäße, verengend, das Noradrenalin, Arterenol, auf die Arteriolen, verengend. Das Noradrenalin hat eine Methylgruppe, CH3, weniger im Molekül als das Suprarenin. Beide Katecholamine heben den Blutdruck an und das Suprarenin die Herzfrequenz. Fühlt sich an wie Bluthochdruck und Herzrasen. LA, das sind zwei Katecholamine, deren Namen man bei Google eingeben und sich belesen kann. Das habe ich schon gemacht, aber ich finde keine Informationen, wie sich Noradrenalin im Gegensatz zu Adrenalin anfühlt. Verengt mehr die Blutgefäße, also schlechtere Durchblutung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.